Bist du schon mal so richtig Opfer von Vorurteilen geworden? Ich kam als Kind aus Köln in die Weltkurstadt Wiesbaden und das hat meinen Mitschülern in der Grundschule gar nicht gefallen. Einer aus wo? Und ich war eine Brillenschlange und ich habe dottert. Und aus diesen drei guten Gründen war ich eine echte Zumutung für meine Klassenkameraden, wurde mir schnell klar gemacht. Später habe ich dann gelernt, dass man sowas Diskriminierung nennt und es vielen anderen nicht viel besser ergeht. Wenn ich heute so rumfrage, manche fühlen sich oder werden tatsächlich diskriminiert aufgrund ihrer Haarfarbe, ihrer kulturellen Herkunft, ihrer Religion, des Alters oder einer Behinderung. Andere sehen als ihre Peiniger die Diskurspolizei, Verzeihung, die Diskurspolizisten und Polizistinnen, Social Justice Warriors, Ausländer und die Lügenpresse. Entsprechende Studien bestätigen, dass so gut wie jeder Vorurteile hat, Einzelne und Institutionen und sich auch fast jeder zu Recht oder zu Unrecht diskriminiert fühlt. Und zugleich gibt es kaum jemanden, der oder die von sich sagt, ja, stimmt, wenn ich mal so darüber nachdenke, ich neige tatsächlich auch zu bestimmten Vorurteilen und diskriminiere deshalb wohl gelegentlich auch manche Leute. Woran liegt das? Die Frage ist gar nicht so leicht richtig zu beantworten. Da müsste man sich nämlich zunächst mal klar darüber werden, was genau Vorurteile eigentlich sind, wie sie sich zeigen und wahrscheinlich auch, wie sie entstehen. Wen das interessiert, dranbleiben, denn darum geht es jetzt in Leaves of Knowledge. Wenn ich daran glaube, dass die Juden den Zweiten Weltkrieg verschuldet haben, hat das vermutlich nicht die gleichen Ursachen, wie wenn ich denke, Schwule sind keine richtigen Männer, westliche Frauen sind leicht zu haben und Italiener sind schlecht organisiert und dabei gut gekleidet. Es gibt verschiedene Arten von Vorurteilen und deshalb auch mehrere Theorien dazu, wie sie sich zeigen und wie sie entstehen. Fangen wir mal mit einer an, die allgemein nicht so bekannt ist, die es aber eigentlich sein sollte. Mit dem Robbers Cave Experiment. Darf ich vorstellen? Das ist der wunderschöne Robbers Cave Park, der Räuberhöhlenpark in Oklahoma, in den USA. Schauplatz des bekanntesten sozialpsychologischen Experiments zu Vorurteilen und Diskriminierung. Durchgeführt wurde dieses Experiment schon 1954 durch die Sozialpsychologen Mustafa und Carolyn Wood Sherif und Mitarbeiter von der Uni in Oklahoma. Psychologische Experimente finden ja meist unter Laborbedingungen statt, weil man da recht einfach beobachten und Variable kontrollieren kann. Laborbedingungen sind aber oft nicht besonders realistisch. Die Sherifs wollten es lebensnah und da half ihnen eine in Amerika weit verbreitete Praxis, nämlich seine Kinder über den Sommer in ein Ferienlager zu schicken. Die Sherifs suchten sich also 22 ganz normale, weiße, protestantische Jungen aus der amerikanischen Mittelschicht aus, so um die 12 Jahre alt, durchschnittlich intelligent, gleicher, ebenfalls durchschnittlicher Bildungsstand, keine besonderen Aggressionen und auch sonst psychologisch nicht weiter auffällig. Und sie machten mit diesen ahnungslosen Jungen dann ein dreiwöchiges Feldexperiment. Für die Jungen selbst getarnt als ein ganz normales amerikanisches Ferienlager. Das Experiment hatte drei Phasen. In der ersten Phase sollten die Jungen, die sich alle erstmal nicht kannten,
ein Wir-Gefühl entwickeln. Und das machten die Scherifs so. Die Jungen wurden von vor der Anreise in zwei Gruppen geteilt, die von der jeweils anderen Gruppe nichts wussten. Beide Gruppen unternahmen dann im weitläufigen Park strikt getrennt voneinander verschiedene Aktivitäten, bei denen sie zusammenarbeiten mussten, um gemeinsam ein Ziel erreichen zu können, zum Beispiel eine Kanutour machen zu können. Dieses aufeinander angewiesen sein und zusammenarbeiten sollte zu einem Wir-Gefühl führen, zur Identifikation mit der Gruppe, zur Bildung sogenannter Eigen- oder In-Groups, wie die Soziologen das nennen. Gegenbegriff zu In-Group sind die Out-Groups, die Fremdgruppen, also Gruppen von Personen, mit denen ich mich eben gerade nicht identifiziere. Die Jungen bildeten dann tatsächlich innerhalb einer Woche auch eine solche Gruppenidentität aus. Sie gaben sich Namen, Eagles und Rattlers, also Adler und Klapperschlangen. Sie hatten eigene Flaggen und gruppeninterne Normen. Die Rattlers zum Beispiel nahmen sich vor, besonders tough zu sein. Die Eagles betrieben Nacktbaden. In der zweiten Phase des Experiments sollten dann Vorurteile zwischen den Gruppen erzeugt werden. Und zwar, indem man eine Konkurrenzsituation zwischen den Gruppen entstehen ließ. Zuerst informierte man sie darüber, dass es im Park noch eine andere Gruppe von Jugendlichen etwa gleichen Alters gibt. Und die Forscher arrangierten dann ein Turnier, also eine Reihe von Wettkämpfen zwischen den beiden Gruppen. Zum Beispiel Baseball oder Tauziehen oder eine Schatzsuche. Um dabei eine möglichst starke Konkurrenzsituation zu erzeugen, konnte am Ende nur eine Gruppe nach Punkten Gesamtsieger werden und alle Preise einstreichen. Für den Verlierer gab es nichts. The winner takes it all, the loser standing small. Das Turnier dauerte eine Woche. Und die Zwischenergebnisse wurden so manipuliert, dass bis kurz vor Ende nicht klar war, wer gewinnen würde. Und tatsächlich zeigte diese Konkurrenzsituation bereits am zweiten Tag deutliche Wirkung. Es gab zunehmend Name-Calling, also Beschimpfungen, Dirty Shit zum Beispiel, Fatty oder Kommunist, 1954, Kalter Krieg. Im Laufe der Woche nahmen die Spannungen zwischen den Gruppen dann immer weiter zu und es blieb nicht nur bei Beleidigungen. Die Eagles, nachdem sie ein Tauziehen verloren hatten, verbrannten eine Flagge der Rattlers auf dem Baseballfeld. Kommt einem irgendwie bekannt vor. Die Rattlers verbrannten dann umgekehrt eine Flagge der Eagles. Es folgten wechselseitige Verwüstungen der jeweils anderen Schlafhütten, Diebstahl von Comicbüchern, Rangeleien und explizite Herausforderungen zu Zweikämpfen. Die wurden dann allerdings vom Personal unterbunden. Die Auseinandersetzung dauerte, bis der Sieger feststand und kaum abgeschwächt darüber hinaus. Einen Tag nach dem Ende des Turniers wurde dann auch eine Umfrage gemacht, wie man die eigene Gruppe und die anderen denn so finden würde. Das sollte angeblich die Lagerverwaltung zur Qualitätskontrolle wissen wollen. Und bei der Befragung kam dann wenig überraschend auch raus, was zum beobachtbaren Verhalten der Jungen vorher gut passte. Die Mitglieder der eigenen Gruppe wurden als überwiegend tapfer, zäh und freundlich beschrieben, die Jungen der anderen Gruppe als überwiegend hinterhältig, besserwisserisch und widerlich. Am Verhalten der Jungs kann man gut zeigen, was Vorurteile und Diskriminierungen sind. Wie das Wort Vorurteil schon andeutet, ist ein Vorurteil ein sozusagen verfrühtes, zu schnelles Urteil über jemanden. Zu schnell, weil ein Urteil gesprochen wird, bevor man den
Menschen als Einzelnen überhaupt kennengelernt hat. Worauf stützt sich dann aber stattdessen ein Vorurteil, wenn nicht auf die Realität? Darauf, dass der Mensch, über den man eben urteilt, einer bestimmten sozialen Gruppe zugeordnet wird. Im Robbers Cave-Experiment waren die Jungen, die nicht zur eigenen Gruppe zählten, ja nicht einfach irgendwelche Jungs. Es waren vor allem Rattlers und Eagles. Das war das Wichtigste an ihnen, sonst eigentlich kaum etwas. So etwas nennt man Entindividualisierung. Und diese negative Meinung wirkt dann wie ein verzerrender Wahrnehmungsfilter, der beeinflusst, wie man die anderen im weiteren Kontakt dann tatsächlich wahrnimmt. So dachten zum Beispiel viele Deutsche, als ich Kind war, Türken seien faul. Und sie dachten, dass trotz ihrer hart arbeitenden türkischen Kollegen im Betrieb, deren tatsächliches Arbeitsverhalten sahen sie dann gar nicht oder taten es als Ausnahme ab, die man auch schnell wieder vergisst. Wie kann man Vorurteile also zusammenfassend definieren? Typische negative Vorurteile, es gibt auch positive, zu denen komme ich gleich. Negative Vorurteile bestehen aus drei Elementen. Erstens aus einer falschen negativen Meinung, einem sogenannten Stereotyp, einem negativen Stereotyp über eine Gruppe. Das ist die kognitive Komponente eines Vorurteils, kognitive, also gedankliche Komponente. Die Rattlers sind Angeber, Juden sind geldgierig, Frauen sind emotional, Deutsche sind Nazis. Und so weiter. Okay, so this mind flamer thing. Flayer, mind flayer. What does it want? To conquer us, basically. You know, it believes it's the master race. Like the Germans. The Nazis? Yeah, the Nazis. Zweitens bestehen Vorurteile aus negativen Gefühlen, zum Beispiel Verachtung, Angst, Wut, Neid. Das ist die affektive, also die emotionale Komponente. Und drittens ist bei einem Vorurteil auch eine bestimmte Handlungsneigung mit dabei, zum Beispiel den Mitgliedern einer Gruppe aus dem Weg zu gehen oder sie zu beschimpfen, zu dominieren oder schlimmstenfalls sogar auszulöschen. Das ist die motivationale Komponente. Und wenn solche Handlungsneigungen wirksam werden, dann sprechen Sozialwissenschaftler von Diskriminierung. Eine Diskriminierung ist also ein Vorurteil in Aktion, a prejudice in action. Diskriminierungen können scheinbar ganz harmlos darin bestehen, dass man Witze über Frauen erzählt und darüber lacht. Oder man lädt schon nicht mehr so scheinbar harmlos bestimmte Leute erst gar nicht zu einem Jobinterview ein, weil sie einen komischen Namen haben. Oder man sagt am Telefon, wenn man eine Mietanzeige geschaltet hat, tut mir leid, Herr Al-Jazir, die Wohnung ist leider schon vergeben. Das Robbers Cave-Experiment zeigt aber auch anschaulich, dass es nicht nur negative Vorurteile gibt, sondern auch positive. Die Bewertung und die Behandlung der eigenen Gruppe durch die Jungen war ja auch nicht objektiv oder neutral. Sie war überaus positiv. So etwas nennt man In-Group-Favoritism oder In-Group-Bias. Eigengruppenbevorzugung, könnte man wohl im Deutschen sagen. Und so Eigengruppenbevorzugungen sind natürlich an sich schon ein lang bekanntes Phänomen. Ich habe mich daran erinnert, dass Freud zum Beispiel mal geschrieben hat, Nationen würden sich oft darüber vergleichen, wie gut sie in Sportarten sind. Und von da aus auf die eigene Überlegenheit insgesamt schließen. Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten ist dabei aber, dass jede Nation sich rein zufällig genau die Sportart für objektiv besonders wichtig aussucht, in der sie im Vergleich zu anderen besonders gut ist. Kein Wunder also, dass Deutsche und Brasilianer Fußball für die objektiv wichtigste Sportart überhaupt halten
und die Amerikaner aber Football oder eben Baseball. Positive Vorurteile werden leider, wenn es um Vorurteile geht, oft übersehen, weil man ja erstmal spontan denkt, ja, das ist doch gar kein Problem. Da kommt ja keiner durch zu Schaden. Aber das ist leider nicht so. Denn zum einen sollte man natürlich immer angemessen kritisch gegenüber auch der eigenen In-Group sein. Jetzt doppelt gemoppelt. In-Group ist ja immer die eigene Gruppe. Der traditionelle Umgang der katholischen Kirche mit Kindesmissbrauch macht das zum Beispiel deutlich. Bei uns kommt sowas natürlich nicht vor. Und man hat zum Beispiel festgestellt, dass wenn es um die Verteilung von Belohnungen geht, Menschen dazu neigen, jemanden mehr zu geben, wenn er zur In-Group zählt, als jemandem aus einer Out-Group. Und zwar völlig unabhängig von seiner objektiven Leistung. Weshalb sich wohl auch fast jede Berufsgruppe gegenüber bestimmten anderen Berufsgruppen für unterbezahlt hält, unabhängig von der tatsächlichen beruflichen Leistung. Eine weitere Variante von Vorurteilen ist der sogenannte Out-Group-Homogeneity-Effekt, der Fremdgruppen-Homogenitätseffekt. Hört sich komisch an, ist aber eine interessante Sache. Es ist nämlich die Tendenz, eine Fremdgruppe im Vergleich zur Eigengruppe für homogener, also für einheitlicher zu halten, als die Gruppe tatsächlich ist. Zum Beispiel ein weißer Europäer sagt, die Asiaten sehen für mich alle gleich aus. Das ist zunächst mal natürlich keine negative Bewertung, wie zu sagen, ich kann Asiaten nicht leiden, obwohl beides Vorurteile sind. Eine problematische Wirkung dieses Effekts ist aber folgendes. Machen wir eine negative Erfahrung mit jemand aus einer Out-Group, dann denken wir tendenziell, ja, die sind alle so. Bei negativen Erfahrungen mit Mitgliedern der eigenen Gruppe, Entschuldigung, machen wir das aber nicht. Da denken wir eher in Untergruppen. Und sowas erzeugt und bestätigt dann natürlich auch Vorurteile und Diskriminierung. Dieses, die sind alle gleich, denken, kann so weit gehen, dass Menschen nach einem Angriff auf ein Mitglied der eigenen Gruppe stellvertretend Rache an Mitgliedern der Fremdgruppe üben, auch wenn beide individuell in den ursprünglichen Konflikt gar nicht verwickelt worden waren. Übrigens, noch was dazu, dass jeder Vorurteile hat. Viele Leute denken, ja, sie seien da die große Ausnahme und begründen das damit, dass sie ja alle möglichen Arten von Freunden oder Bekannten haben aus allen möglichen gesellschaftlichen Gruppen. Es kommt gar nicht so selten vor, dass jemand Vorurteile gegen bestimmte Gruppen hat, gleichzeitig aber Freunde oder gute Bekannte, die Mitglieder dieser Gruppe sind. Benjamin, der seit der 5. Klasse in der Schule neben mir sitzt, ist ein echt netter Kerl. Aber Türken sind scheiße. Als Individuen kommen Menschen manchmal gut miteinander aus, aber sobald sie in ihrer jeweiligen In-Group sind, verändert sich dann leider ihr Denken und ihr Verhalten. So, das war's zunächst mal dazu, was Vorurteile eigentlich sind und welche Formen sie annehmen können. Bleiben aber natürlich zwei wichtige Fragen. Wie entstehen Vorurteile denn außerhalb von Ferienlagern? Und vielleicht noch wichtiger, was kann man denn dagegen tun? Dazu gibt es ein weiteres Video, Link unten in der Beschreibung. Ich hoffe, das schaut ihr euch auch an. Für heute war es das aber und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch, kommentieren, antworte ich gerne drauf. Und wie immer freue ich mich über jede neue Abonnentin und jeden neuen Abonnenten und hoffentlich bis bald.